So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, heute in der Rotlicht-Edition. Das ist eigentlich rosa, ne? Und ich weiß gar nicht, ob das Raid am Mittwoch ist oder Raid am Mittwoch am Donnerstag. Ich nehme das gerade am Mittwoch auf, aber wollte eigentlich am Mittwoch den Community-Raid machen mit Voldolos, sobald er da ist, und am Mittwoch das aufnehmen für Donnerstag, Raid am Mittwoch. Raid am Donnerstag, also Raid am Mittwoch am Donnerstag. Aber ich sehe die ganze Zeit kein Raid, der aufgeht. Und wenn das nichts mehr wird, dann hau ich lieber Raid am Mittwoch raus und den Raid vielleicht am Donnerstag, aber ihr seht ja dann, ob das so ist. Auf jeden Fall möchte ich im Raid am Mittwoch Video hier wieder ein Giveaway machen und auch in dem Community Raid Video von Voldolos wird ein Giveaway drin sein. Da habe ich nämlich noch genau 2 Amazon Codes drin für ein Glücksei und einen Rauch oder was das ist. Und ja, also seid aufmerksam, guckt hin, wir haben nämlich wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und jetzt Videostart kommt, würde Natururin sagen. Angefangen hat die Woche hier beim Nichts, habe ich nämlich in Facebook gesehen. Don't worry, I'm from Tech Support. Da musste ich an Thomas denken, beziehungsweise ich sitze ja immer so da und bin das Anton am PC, aber wende mich immer an Thomas, wenn irgendwas ist. Der sagt mir dann immer, was ist und wie und warum und dann ist wieder alles gut, ne? Aber Thomas ist eigentlich ein Anton, aber ich bin das Anton in dem Beispiel. Dann haben wir hier die Bierschanga, hier Too Spicy mit selbstgemachter Carbonara-Soße gemacht. Ich freue mich immer, wenn die Leute Samyang essen. Ich freue mich auch, wenn die Leute mir Samyang-Bilder schicken und was die so für Kreationen herzaubern. Deswegen packe ich das dann immer mit rein. Außerdem hat Bierschanga noch einen Shiny Wuffels gebrütet. Ist das gebrütet? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch aus dem Raid. Auf jeden Fall hat sie den Shiny Wuffels bekommen, aber nicht die neue Form, glaube ich, dass man das nicht zum Zwielicht machen kann, sondern einfach so Zelda gerade fertig geworden. Da hat der Herbert ja letztens schon mal was gebastelt, da ging es auch um Anton, was richtig cool war als Bild. Jetzt nochmal so ein Bild eingerahmt hier, Pikachu-Form. Es ist gelb, aus diesen Energiekarten hergezaubert. Sieht auf jeden Fall genial aus. Aber das Anton fand ich noch ein Stück genialer, weil da auch Anton am Rand von oben nach unten geschrieben war mit Psycho-Energie-Karten, also durchlöchert und hinten die Psycho-Energie durch, dass da halt nicht einfach mit dem Stift drauf geschrieben wurde, sondern Anton und das Anton an sich, der Name und das Bild, beides hochwertig da dargestellt wurde. Das ist aber trotzdem cool, weil das sticht heraus, dieses Gelb und dieses Rot. Dann danke nochmal an die Sarina, die hatte mir das Raid Day Ticket geschenkt für den Raid Day mit Hisui. Tonupto. Mittlerweile weiß ich auch, wer mir das Feen-Event Ticket geschenkt hatte, das war nämlich die Karisima. Und deswegen danke ich mich nochmal bei Karisima, habe mein Buddy momentan jetzt auch Karisima benannt, weil die konnte ich im Video nicht erwähnen, da wusste ich es noch nicht. Jetzt habe ich es in einem Kommentar zu dem Video dann gesehen. Und danke dafür für das Ticket. Marvin holt sich hier das 100er Wuffels. Grüße gehen raus an Marvin NetGhost, der übrigens die ganzen Gewinnspielcodes noch auch bereitgestellt hat. Also einer kam von Genaya, den habe ich in Community-Tab gepostet, den habt ihr abgegriffen. Einer war von Miku, den habe ich im Montagsvideo gezeigt, den habt ihr abgegriffen und NetGhost hat nochmal 3 gegeben. Einen habe ich Karisima jetzt gegeben, weil sie dann nicht namentlich im Video erwähnt wurde, einfach als Dank, weil ich das jetzt erfahren habe. Und 2 habe ich ja noch für euch, einen hier und einen in dem Community Raid Video. NetGhost, danke dafür, hier aus 20 Raids einen Shiny mitgenommen von Tonupto, dann bin ich auch Glücksfreund mit ihm geworden. Das ist der 2. Glücksfreund, den ich jetzt habe auf dem Habanero-Account. Der 1. war Mäusekin, jetzt mit NetGhost Glücksfreund geworden. Da möchte ich heute eigentlich auch am Mittwoch noch tauschen. Kaiser Kai, ohne Meisterball gefangen, ist mein 1. Vogel Arktos. Außerdem habe höchstens 10 Eier ausgebrütet. Dann kam das Shiny Wommel. Kaiser Kai, 49 Raids gemacht für das Shiny. Hier seht ihr nochmal Boreos auf dem Spielplatz im Schnee. Auch richtig schönes Bild. Blood and Tears, danke nochmal für den wieder einmal spaßigen Raid-Sonntag und das 100er Tornupto. Sie hat hier mitgenommen Shiny Wuffel, Zichlor, Absol, Teddy Ursa, Fukano, Schallquab, Rettan, Snubbull, Arctip und Flausch, Ling, plus Shiny Pavi, Pummelluft, Waumball, Dedenne und dann 100er Flunkiefer, 100er Pipi, Mogelbaum, erlöstes 100er Ladybar, 100er Krokara und wieder mal ein Lavados mitgenommen. Ich glaube, die hat die meisten Lavadosen von allen Leuten aus der Community. Tiso haben wir letztens gefragt, wie viele Showcases sie eigentlich jetzt schon gewonnen hat. Steht jetzt bei 97.
Es gibt auch Leute, die haben schon die 100 voll. Das war auch schon mal zu sehen. Aber Grüße an Tiso an der Stelle. Besonderer Gruß. Zweiter Raid Shiny, sieht man hier. 9 Stück gemacht. Zweiter war Shiny. Ist sie zufrieden, denke ich mal. 1, 2, 3 Kit. Hätte eigentlich so ein Schocker der Woche Ding gehabt, wenn ich mir hier dieses fette Glücks 100%ige Shiny Kyogre angucke. Das wurde aber leider schon öffentlich gepostet, deswegen kennen das ja viele schon. Dann ist es auch so auf dem Bild mit drauf, wo auch hier das Boreos mit drauf ist und das konnte ich jetzt nicht abspalten. Ich habe das jetzt einfach mal so stehen gelassen, aber sowas wäre ein Schocker der Woche Kandidat, definitiv. Aber gefühlt haben wir noch so viele Glücks-Hunderter hier im Video oder auch legendäre Hunderter und alles. Diese Woche war richtig fett, war richtig viel los. Dann habt ihr hier den Dantro nämlich. Der hat auch einen Glückshunderter, Mamfaxo. Das ist ja ein Ding, das kannst du nur brüten. Das ist auch relativ selten. Da müsste man jetzt wieder gucken, was ist dann mehr wert. Das Mamfaxo, das Kyogre nützlicher als das Kyogre. Ist ja auch ein Shiny zusätzlich. Aber Mamfaxo finde ich auch cool, aber steht wahrscheinlich noch ein Stück drunter. Was vielleicht noch drüber wäre, wäre das Lavados. Das Lavados ist nämlich mega selten. Kyogre kannst du ja gezielt raiden. Wer viel raidet, kriegt viele Shinies, kann viel Shiny im Glückstausch mit anderen tauschen. Find erstmal einen, der einen Lavados hat und das mit dir tauscht im Mirror Trade oder so. Wirst du kaum Glück haben, während Shiny Kyogre sich die Leute hintauschen wie Sand am Meer. Wäre das also auch eher ein Schocker der Woche Kandidat und vielleicht sogar noch mehr als Kyogre. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das findet. Aber ist auch mal ein Faxo noch mit drauf. Deswegen schieben wir es mal schnell weg. Haben hier beim Sanya Dilling nochmal ein 100er Boreos. Hier ein 100er. Das ist Shiny Neigen nochmal. 100er Tornupto, Level 50 ist er dann auch noch geworden. Shenaya, falsche Form, auch 100er Wuffels mitgenommen. Shiny Wommel mitgenommen. Sören auf dem 3. Account aus dem Ei. 100er Schlurp mitgenommen. Jetzt ist die Familie voll. Sören in 2 Raids Shiny und 100% und im 3. Raid nochmal 100%. Das ist auch krass, das ist auch cool. Ihr habt also mega fette Ausbeute gemacht. Beim 3. Account noch ein Shiny gebrütet. Hier Ferkuli, Alexander Ahringer. Endlich ein erlöstes 100er Lavados in Pokémon Go. Vielleicht Schocker der Woche. Ich finde, erlösen ist jetzt trotzdem aber wieder was, wo du leichter an ein 100 Legendäres kommst, als... Gut, als durch einen Glückstausch, wo du ja garantiert sowieso 12, 12, 12 hast. Was ist jetzt aber ein normales Lavados in 100? Ist nicht so spektakulär wie ein, wie das andere Lavados, wie das Gala Lavados in 100. Das ist erlöst, das andere ist lucky, aber generell ist einfach das Gala Lavados brutaler, hochwertiger. Deswegen das auch nicht Schocker der Woche. Meine Shiny hieß Sui Tornupto Ausbeute von Raid Day in Pokémon Go. 4 Stück hat er mitgenommen. Ich weiß aber leider nicht, wie viele Raids er gemacht hat dafür. Ab ins Tierheim. Auch 100% Glückstausch mit Zekrom bekommen. Ich dachte erst, das ist Shiny. Das dürfte aber das Normale sein. Oder? Sieht normal aus, glaube ich. Auch fettes Teil. Auch richtig brutal, richtig nützlich. Margo FedEx hier nochmal 100er Viscora mitgenommen. Jason. Einfach bei mir zu Hause in meinem Zimmer aufgetaucht. Kann man mal machen. Sage ich nicht nein zu. Nimmt hier noch ein 100er Rettern mit. Elke, boah, die hat so viel geschickt, da müssen wir jetzt mal durchrotzen. Haben jetzt sehr lange nichts mehr geschickt. Werde darum nur gute oder neuere Shinies und 100er aus von Ende Oktober an. Lass weg, was an Shiny zu viel ist, wenn du zu viele Bilder hast. Der Kaisi-Account hat hier 100er Paragoni, Tromborg, aber auch in Glücks. 100er Gladiantri, muss man ja brüten, ist also auch was Besonderes. 100er Blip, 100er Quacks, Glücks, wieder beim Tauschen Glück gehabt. Bolimorba, Glücks. 100er, Wampitz, 100 und das ist nicht dasselbe, nur entwickelt, das ist anderes Datum, anderes, ich habe da schon drauf geachtet, dass man nicht eins einschickt, dann entwickelt und nochmal einschickt. 100er Skoppel, 100er Burmi, Shiny, Magby, Shiny Quabbel, Shiny Sneebel, sieht verdammt genial aus, auch noch richtig gute IV, Shiny Schneckmark, Shiny Voltoball, Shiny Zubiris in Krypto, Shiny Labras, Shiny Sneebel, Botogel mit Schleife, Rosana Shiny, Petsneef Shiny mit Schleife, Raupi Shiny, dann auf dem Paula Account 100% Rihorn, also Rihonjor, das auch auf jeden Fall mega nützlich. Ihr bist hier noch mitgenommen in 100, Lichtlin 100 mitgenommen, Traunmagil auch wieder Glücks 100% Tausch.
raus geworden. Wie viel Glück? Tauscht ihr so viel oder habt ihr einfach so viel Glück? Sylord, auch hier 100%. Dann ein Easy Day. Feli Jospa, zum Glück steht der Name da. Feli Jospa, auch 100% Glücks. Einfach aus 100% Glücks. NATO 100% Krypto. Das ist auch ein Ding, was Schocker der Woche sein kann, könnte, wie auch immer. 100% Scheinux mit Hut, mit Zylinder. Das auch nicht wild fangbar, das auch hochwertig. Makago 100% Glücks. Fragrunz 100% Glücks. Vivian, Vivian, 100%, okay, das auch mit Glück, das kannst du ja auch nicht gezielt so fangen. Dann haben wir Flampivian hier, wir haben noch Arcani, wir haben Quapsel, alles 100%, Garnovil. Richtig cool, das kleine Krokodil als 100% zu haben, kannst du ja auch nur brüten momentan. Gelatini in 100%, Madrip hier schon wieder, 100er Glücks, 100er Muschas, Dratini, Krypto Shiny, Knofenser, Quabbel Shiny, Molimorba Shiny, Dedenne Shiny, Madrip hier nochmal Shiny, dann hier Atmurai vom Raid Day, Shiny, Parfi Shiny, Smogmog, habe ich vorgestern Smogmog Raid gemacht. Hat auch nicht jeder Shiny, sieht auch richtig lustig aus. Kecleon Shiny ist auch noch eine Seltenheit, haben auch noch nicht so viele Leute. 100% Shiny Lapras. Wo hat sie das hergezaubert? 23.12. War das aus einem Raid? War das aus einer Quest? War das sonst? Auf jeden Fall auch 100 und Shiny. Und dann auch durch Zufall. Das sieht so cool aus mit dieser Farbe und in 100%. Da sind so coole Sachen diesmal dabei. Hier auch Pummeluff, Shiny, Zorua, Shiny, Skalück, Shiny, musste brüten. Tonupto, Shiny, das ist schon fast gar nichts mehr wert, dieses Tonupto, wenn man das sieht. Nassim Keleta hat hier auch ein paar Raids gemacht, 9 Stück, 10. 10 Stück, auch 2 Shinies bekommen, im ersten auch direkt Shiny mitgenommen. Dann hat er Shiny Schluppuck mitgenommen. Silvio, der hat gecored, ne? Und zwar Shiny hat er gecored. Das ist hier Monozyto. Dann haben wir ein Moldres. Krypto-Shiny. Sag mal, Glück oder viel gemacht? Dann haben wir ein Espeon in 100%. Wir haben ein Dupider in 100%. Ein Junggoose. Wieso erinnert mich Goose an Gans? Und das ist gar keine Gans, das ist ein Trump. Dann haben wir Gabbit. Gabby, das ist auf jeden Fall, danke Silvio für die englischen Worte, das brauchst du doch. Dann haben wir Benjamin Engel, Fokusstoß, Boreos im Duo mit nur Gesteins geschafft, Gesteinsboost, war nur durch Mega Despot da, 41 Sekunden über, der macht ja immer seine Duo-Challenges und so weiter, Cumulus hier, Shiny Vulpix mitgenommen, Shiny Bronzel, 100%, Purmel, 100%, Flauschling, 100%, Botogel, Bodoggel oder Bodogel, wie sagt ihr, Bodogel, Bodoggel, wenn ihr es schreibt, weiß ich auch nicht, wie man es ausspricht, dann, was ist das, nix, gut, Pummeluff, sieht man das auf der Aufnahme, dass das gerade was gemacht hat, Pummeluff, Shiny, Muschas, ach, warte mal, hier, jetzt sind wir schon wieder beim Bierschanke angelangt, Prosecco-Ausbeute, 100er, Muschas, Tonupto, Shiny, XL, Güstrow, 100% Bier, Shanga, leider nur der 100er. Das andere, das Shiny, kannst du dir rübertauschen, das 100er ist schon da, perfekt, 17, 10, 100er, dann mit Pilzen, Schnittlauch und Quark, dazu doppelte Ladung, Samyang, so, jetzt ist das Licht ausgegangen, weil ich so lange schon aufnehme, das sieht auch wieder fett und brutal aus, vor allem wenn es dann im Bottich hängt, schon wieder Samyang, Lenzart, das war unerwartet, nimmt noch ein Sneeble mit hier, nimmt noch ein Boreos mit in Shiny, nimmt ein Quartermag mit, ein Basketball-Affe. Aber wäre das dann nicht eher ein Football-Affe? Weil der spielt doch kein Basketball, oder? Obwohl das, was er hat, sieht er aus wie ein Strandvolleyball. Quartermag, 100% Glücks, kannst du wegschmeißen, heb's auf. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Was man plus plus. Shiny Pummeluff, Shiny Bubungus, wir sind immer noch Balenzart. Ein Shiny am Main, jetzt wird's spannend. Ein Shiny am Main. Ein XXS auf Baumlieber. Ein XXS und ein anderes. Und was ist dann das? Ist das jetzt wieder Main? Oder ist das jetzt immer noch Baumlieber? Wenn nur ein Shiny am Main war, dann muss es ja auch Baumlieber sein. Vielleicht ist es aber auch Eberhard Schmidt. Da steht gar nichts mehr dabei. Aber wir haben nochmal das und dann kommt plötzlich noch das. Nochmal 4.
Was ist der? Hast du noch einen Account? Oder zu welchem gehört das dann? Ich blick nicht durch. Was ist das höchste hier? 6377. 1677 ist da das höchste. Hier nochmal wieder was. Plus, Flauschling, Shiny, Finn, Wommel, Shiny, Baloo, Shiny, Merrill, Baloo, Shiny, Flunschlick, aus einem Ei, Hildburghausen aus dem 7-Kilometer-Eingebüßer. Ist das denn von mir? Ist das denn die Möglichkeit, dass er das von mir hat? Krypto, Shiny, Knofenser, Feuerwehrfra, Shiny Skalyk, Shiny Wommel mitgenommen. Nochmal die Feuerwehrfra, ein Vulpix in Shiny, nee, in 100 war, warte mal. Vulpix 100% aus der Feldforschung mitgenommen. Und dann für alle, der Akku ist gleich leer, ich rast aus. Guckt mal in euren Ingame-Shop, falls ihr Boreos geradet habt, zum Anfang, als Boreos jetzt in die Raids gekommen war, dann habt ihr vielleicht geradet, als er noch nicht shiny sein konnte, weil er deaktiviert wurde, und habt als Entschädigung jetzt eine kostenlose Box, die ihr abholen könnt. Da sind 3 Premium-Pässe drin und ein Fan-Raid-Pass. Das ist richtig brutal. Ich habe am allerersten Tag, am Mittwoch, einen Community-Raid gemacht, habe den freien Gratis-Pass genutzt, habe seitdem keinen Boreos-Raid mehr gemacht und krieg dafür, dass ich an diesem Tag diesen einen Raid gemacht habe, jetzt 4 Gratis-Pässe. Das ist richtig brutal. Jetzt aber noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund. Wir geben euch erstmal jetzt den Promocode, wo ihr also ein Glücksei und einen Raucher haltet. Das ist ein Promocode von NetGhost noch, der übrig ist. Und dann gibt es im Community Raid Video noch einen. Entweder war das nun schon vor dem Video oder danach dem Video. Das seht ihr selber. Gebt einfach ein XQQVMZPHVN6XC im Ingame-Shop unten, wo man Promocodes einlöst. Oder wer iOS hat, muss das halt hier über die Niantic Rewards Seite einlösen, müsst ihr mal danach googeln, dann findet ihr das. Der erste kann den einlösen, nur einmalig gültig für eine einzige Person. Der schnellste kann das mitnehmen, den Rauch und das Glücksei. Danke an NetGhost. Und dann möchte ich zum eigentlichen Schocker der Woche kommen, denn wir haben so viele Hunderter legendäre Glückshunderter gehabt oder shiny legendäre Glückshunderter und man kann so schlecht abschätzen, was ist jetzt besser, was ist nicht besser. Viele Sachen wurden eben schon öffentlich gezeigt. Das war, glaube ich, noch nicht öffentlich. Kann mich aber auch irren. Sieht harmlos aus, aber ist eigentlich so eine geniale Sache. Für Raider Mittwoch, Excavator, hat hier ein Dratini. Das ist das erste Dratini, was er bekommen hat auf dem Account. Es ist direkt ein 100%iges. Jetzt denkt ihr, naja gut, machst dir einen Account, suchst dir Koordinaten, hüpfst dahin zu einem 100er, sagst Pokédex-Eintrag mit dem 100er. Aber es ist gebrütet aus einem 10-Kilometer-Ei. Aus dem 10-Kilometer-Ei kommt das allererste Dratini, was Pokédex-Eintrag ist. Man bewertet es und es ist direkt ein 100%. Das finde ich so genial, so ein großer Zufall, was da noch alles dazugehört. 100% Dratini im allerersten Ei mit Pokédex-Eintrag ist für mich auf jeden Fall, das ist hängen geblieben. Das ist ein Schocker der Woche. Da musste ich 5-mal hingucken und 30-mal überlegen und es hat mich einfach begeistert. Wem das nicht reicht, der guckt sich nochmal mein Schocker der Woche von Dandro26 an. Nochmal fürs Verständnis also. Ich kann mir viele Legendäre im Lucky Trade hin und her tauschen oder Mirror traden oder auch Shinies, gerade so Kyogre oder Zeugs. Das ist schon so lange dabei, das ist schon so oft verfügbar gewesen. Man könnte schon 50 Shinies auf der Hand haben und 50 mal Shiny Trade machen. So ein Lavados hat gefühlt niemand. Außer Sarina, die hat 1000 Stück, aber so ein Lavados hat gefühlt niemand. Wenn die das haben, wollen die das nicht hergeben oder wollen dasselbe dafür, dann brauchen beide so eins und dann tauscht ihr das und in diesem einen Trade muss das dann so werden, denn einen weiteren Trade gibt's nicht. Ihr könnt die tauschen, dann sind die garantiert lucky mit guten IV, aber ein 100er da mitzunehmen, das ist richtig brutal. Sucht's euch aus, das ist hängen geblieben, das war cool. Er hat's mir halt nochmal solo, privat, an mich direkt so nochmal geschickt gehabt, woanders auch. Deswegen habe ich's dann jetzt nochmal einzeln, das Bild. Aber für mich war's erstmal das, weil ich das noch gar nicht gesehen habe und noch gar nicht kannte. Ansonsten war's das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.